das ja hier liegen gelassen. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Wohnquartiere, ja? Wer hier so wohnt. Wie gesagt, eigentlich sind es ja nur Supermutanten. Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu... Hast du mich wirklich zornig gemacht? Halt die Fresse. Das ist aber wie Baseball spielt hier. Ich kann es doch versuchen. Ja! Ein Geräusch? Nein! Hier ist kein Geräusch. Hallo? Ist da jemand? Was war das? Oh, hier bin ich. Ist da irgendwas? Nein, nein. Hier. Mal kurz in die andere Hälfte.
Rüstung. Ist da eine verschlossene Tür und hier geht es wahrscheinlich nach oben, schätze ich jetzt mal. Sehr schwer verschlossen. Ah, die Richtung. Hm. Hä? Willst du mich veralbern? Wo bin ich denn hier? Die Toiletten. Metallrüstung, okay. Toilette. Achso, das ist Türschließen. Alter, was ist denn das für eine?
Spiel ist aus! Da, du. Hallo? Ist da hier... Das Spiel ist aus! Oh, nee, ey. Zwei. Alter, was ist denn hier los? Mann, also hier. Puh. Da kriegt man echt notfalls den Hintern versaut. Sollen wir noch weiter verstecken? Sollen wir noch weiter verstecken? Oh! Thank you.
Sollen wir noch weiter Verstecken spielen? Ernsthaft? Ich werde deine... Reicht's aber auch langsam. Huch. Krankengeschichten. Krankengeschichten oder kranke Geschichten? Was haben wir denn? Religious. Oh, okay. Da ist das I. Oh. Für Personal der Krankenregistrierung. Das haben wir schon. Muss von allen Mitarbeitern gelesen werden. An alle Mitarbeiter der Krankenregistrierabteilung. Alle in der Spezialabteilung EEP verstorbenen Vault-Mitglieder sind im Computer unter den nicht definierten bzw. nicht erklärbaren Todesursachen zu führen. Dies ist eine direkte Anweisung vom Aufseher der betroffenen Vault, der Ihre Berichte persönlich überprüfen wird, um Fehler auszuschließen. Bitte schicken Sie keinerlei Fragen oder Bitten um Klarstellung an dieses Büro oder den ärztlichen Leiter der EEP-Abteilung. Wenn sich Angehörige der Verstorbenen mit Fragen an Sie wenden, drucken Sie Formular DV-900L aus und geben Sie es ihnen. Verstorbenenliste. Vault 87, Liste der Verstorbenen. Verstorben insgesamt 94, natürlicher Tod 4, Unfalltod 2, 87 nicht definiert. Sind ein paar mehr. Definition der Todesfallcodes. Alle Mitarbeiter beim Krankenregister. Unten finden Sie eine Auflistung der überarbeiteten Definitionen für die Todesursachencodes. Bitte aktualisieren Sie alle Daten entsprechend, um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Beachten Sie, dass gewaltsamer Tod, Selbstmord, in diesen Akten nie berücksichtigt werden. Diese Todesarten müssen laut Vault-Tec-Anweisung mit dem Code A008 unter Unfalltod geführt werden. Natürliche Todesursache. Mikrobielle Wirkstoffe, radioaktive Wirkstoffe, Schadstoffe, allergische Reaktionen, Herzerkrankungen, Ischämie, zerebrovaskuläre Erkrankung, Bronchitis, Emphysem, Asthma, Lebererkrankung, Zirrhose, Krebs, Kategorie Typ 1, Krebs, Kategorie Typ 2, unerwartete Organversagen, hohes Alter, Unfalltod, massive Strahlenüberlastung, massive Giftstoffüberlastung, elektrischer Schock, Zertrümmerung schwerer Gegenstand, Aufzugsspanne, Ertrinken, versehentliche Waffenentladung, Syndrom des sofortigen Todes, okay, sonstiges, nicht definiert, nicht erklärbar, Meldungen auf See, okay. Was haben die denn hier gemacht, dass so viele hier gestorben sind?
also so viele auf unerklärliche Art und Weise gestorben sind. Eine Tasse und einen Löffel. Hier ist das Büro des Aufsehers. Test Labs. Ich dachte, das hier ist das Büro des Aufsehers. Wo geht's dann hier runter? Oh. Nicht sehr weit, okay. Okay, ja, ich möchte aber noch nicht in die Test Labs. Ich möchte mich lieber erstmal noch ein bisschen weiter umgucken. In den Wohnquartieren praktisch. So. Achso, nee, Quatsch. Wo geht's denn dann hier hin? Fragezeichen. Aha. Gut, keine Ahnung, wo wir hier sind. Ist das der Eingangsbereich? Ja, toll. Na gut, dann gehen wir doch wieder rum. So, gehen wir auf die andere Seite. Was passiert denn, wenn wir hier runtergehen? Wo kommen wir denn dann dahin? Sackgasse. Moment. Bleiben Sie ruhig. Ja, super. Ich habe noch ein Messer bekommen. Nur für Mitarbeiter der Technikabteilung. Oh Gott. Wasser im faulen Nachgeschmack aus dem Wasserspender in den Schlafräumen, wenn ihr Kastas. Reparaturnotizen. Das Wasserfiltersystem, Regenerierer, fügte ein bisschen zu viel chemische Ausgleichslösung hinzu. Dies führte zu einer verstärkten Alkalibildung im Wasser. Eine Rücksprache mit den Ärzten ergab, dass das Wasser keine Gefahr für die Gesundheit darstellen sollte. In etwa 4 Tagen sollte der Geschmack wieder normal sein. Okay. Code Rot. Spannungsspitzen im Reaktor. Oh. In den letzten 5 Wochen traten wiederholt Unterbrechungen im Stromnetz auf. Ganze Sektoren waren etwa 1 bis 6 Minuten lang ohne Strom, bevor die normale Versorgung wieder eintrat. Ich habe Überwachungsmesser installiert und konnte das Problem auf plötzliche massive Spannungsspitzen im Hauptreaktor zurückführen. Meine erste Befürchtung war eine Fehlfunktion im Reaktor, aber es stellte sich heraus, dass es am massiven Stromverbrauch im Versuchsbereich lag. Was auch immer die dort einsetzen, es überschreitet die Grenzwerte für den Energieverbrauch um ein Vielfaches. Ich habe das Problem vorübergehend gelöst, indem der Re-Up-Reaktor bei Bedarf zugeschaltet wird. Doch das ist keine dauerhafte Lösung. Aber ich habe keine andere Wahl, bis ich herausgefunden habe, was da drüben los ist. Das Testlab, okay. Gelb, Strahlungsreinigung der GEEK-Kammer offline. Oh,
Walltech, Schlampereien schlagen wieder mal zu. Seit fast einem Monat flicke ich am Strahlungsreinigungssystem herum, das die GEEK-Kammer entlüftet und den Strahlungsüberschuss abführt. Ich habe keine Ahnung, warum das System andauernd ausfällt. Ich habe den Verdacht, dass es für die auftretenden Strahlungsmengen einfach zu schwach ist. Ich empfehle daher, ein neues Reinigungssystem zu installieren, sobald ich eines an Ersatzteilen, aus Ersatzteilen zusammengebastelt habe. Ich dürfte etwa in einem Monat soweit sein. Okay. Grün. Falsche Farbe des Tapioca-Puddings. Oh, okay. Das Lebensmittelrekonstruierungssystem der Kantine gab das Dessert für Montagabend, Tapioca-Pudding, in einer komischen orange leuchtenden Farbe aus. Das war eine einfache Reparatur. Die Farbmatrix interpretierte die Instruktion vom Hauptprozessor nicht korrekt, was zur falschen Ausgabe führte. Nachdem die Schnittstelle ausgetauscht wurde, gibt die Maschine den Pudding nun in richtigen Farbton aus. Wenn wir nur alle meine Reparaturen so simpel wären. Ja. Rot. Ausfall der EEP-Kammer. Okay. Ich wurde in das Büro des Aufsehers bestellt und traf Dr. Merrick, den Leiter der Versuchsabteilung. Ich wurde informiert, dass eines seiner Geräte, das der EEP-Kammer nannte, es war ein sonderbares Gerät, aber mir gelang es, das Problem aber nicht behob. Also versuchte ich den, was zu funktionieren schien. Ich bin mir nicht sicher, was die Funktion dieses Gerätes ist, aber... Okay. Rot. Hilfe benötigt. Oh. Das ist der einzige Ort, der mir einfiel, um diese Notiz zu verstecken. Sollte sie irgendwer lesen, versuchen Sie bitte, den Walltech-Hauptsitz darüber zu informieren, dass hier im Versuchsbereich etwas sehr, sehr schief läuft. Etwas, das Sie als EEP bezeichnen. Meine Frau Mathia wurde vom Ärzteteam diagnostiziert, dass sie an einer Krankheit leide, die sie nicht benennen konnten. Jetzt ist sie tot und die Hurensöhne wollen mir nicht einmal sagen, warum. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und herausgefunden, dass viele tot sind oder vermisst werden. In den Krankengeschichten steht gar nichts. Die Situation ist total außer Kontrolle. Es wird Zeit, dass ich mich selbst auf meine Art darum kümmere. Diese Typen haben meine Frau ums Leben gebracht und jetzt bringe ich sie um ihres. Wenn ich nicht ein paar Antworten bekomme. Also Entschuldigung, ja. Ich habe zusätzliche Hilfsmaterialien in meinem Safe versteckt. Über diese Notiz wird der Safe entsperrt. Wenn ich nicht mehr zurückkomme, schnappen Sie sich das Zeug und retten Sie sich selbst. Ja. Okay. Den Safe habe ich gar nicht so registriert. Okay, das war interessant. Das heißt, dann kann ich ja doch ins Testlab. Problem ist nur, ich bin fast voll. Ja, was wird das wohl heißen? Ja, leider ja. Aus den Wohnquartieren heraus. In die Reaktorkammer. Und so schnell wie möglich Sachen verkaufen. Wenn es nicht immer abstürzen würde. Okay, ja, aber wie gesagt, das ist doch schon mal ganz gut, dass das so weit läuft. Was ist los? Hallo, klopf, klopf. Hund. Du auch, Hund. Ich leg mich jetzt irgendwo hin schlafen. Kann ich das hier? Ja. Ach ja, stimmt, hier habe ich schon geschlafen. Ich probiere es dann einfach mal im Souvenirshop.
ne? Och man, das... Toll, er ist nicht hier drin. Es ist zu früh. Kann ich mich hier an die Bank eigentlich hinsetzen? Wow, ich habe noch nie einen Mungo so aus der Nähe gesehen. Sind sie Raider oder Sklavenhändler oder Mutant? Alles drei. Weil, wenn sie das sind, muss ich mich verstecken, weil ich bin zu jung und darf noch keine Waffe verwenden. Haben sie unten in der alten Vault gewohnt? Ich dachte, da lebt gar keiner mehr, weil es da von Monstern nur so wimmelt. Der Bürgermeister lässt uns da nicht runtergehen, weil noch nie einer von dort zurückgekommen ist. Sie sehen aber nicht wie einer aus, der nicht zurückgekommen ist. Also kommen Sie vielleicht gar nicht von da. Es ist nur ein Name, okay? Ist nicht meine Schuld, dass ich ständig Sachen umwerfe. Lucy sagt, ich muss noch erwachsen werden. Okay. Tschüss! Ich habe da hinten nämlich noch ein Haus gesehen. Restrooms. Ah ja, okay. Na gut, gehe ich halt. Mach ich den großen Garten. Hallo. Ich hätte jetzt gehofft, der wäre vielleicht da, aber nö. Hallo. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust drauf, jetzt extra zu warten. Damals auch 10 Uhr, er war trotzdem nicht da. Oh nee, warte mal. Lohnt sich's da? Ich versuch's nochmal hier. Ach nee, oh Gott, ich sehe gerade. Ist vielleicht besser hier hin mal zu gehen. Ist ja schon wieder fast halb runter. Hi, ich hab da wieder mal eine Frage. Wollen Sie etwas kaufen? Na. Aber sicher doch, so sicher wie der Kopf eines Sumpfbewohners matschig ist. Sehen Sie sich um, es ist alles hier. Okay, nee, er hat nichts zu verkaufen, aber er hat immerhin... Wow. Panada hat auch nichts mehr. Oh, ich wusste, dass Sie... Was möchten Sie denn kaufen? Doch, hat sie. Sie hat, das ist gut. Thank you.
davon ist ja wieder Dogmeat abgehauen. So, mitkommen. Hier, Sie haben... Oh, wow, schmutziges Wasser. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Doch, eigentlich schon, das darf ich jetzt aber nicht sagen. Das ist ja, eigentlich ist es eine Spende. Deswegen ja eigentlich was Gutes. Hallo, Pete. Hallo. Tatsächlich. Okay. Hier ist jetzt zwar erstmal Ruhe. Und wir gehen jetzt mal in die Test-Area.
auch etwas leiser sterben können, aber... scheint trotzdem keiner gehört zu haben. Dass er jetzt gerade den See verstecken wollte.